Umwelt, ein Gedicht von Galinde Popp. Vorgetragen von Green World Facts TV. Hört ihr Leute, was ich sage? Umweltschutz ist keine Plage. Es ist doch kaum zu fassen, was manche Leute so fallen lassen. Ist der Mensch oft wie ein Tier, denkt er, Abfall ist ne Zier. Auf dem Rastplatz und im Wald oft das Echo widerhallt. Dort kann man erleben, wie der Dreck immer mehr wird, oh du Schreck. Flaschen, Dosen und Papier, denkt so mancher, ist ne Zier. Schöne Welt, du gehst in Franzen und die Mäuse werden tanzen. Freudest du dich auf die Rast, wenn du schon die Zeit mal hast? Pack dich der Ekel und das Grausen, bist im Begriff davon zu sausen. Keiner räumt des anderen Dreck von der Straße gerne weg. Saubere Städte, saubere Wald, heißt die Aktion hin und wieder und ganz sicher bald. Das kostet uns viele Steuergelder. Darum haltet sauber Stadt und Wälder, denn der Mensch will sein kein Tier und der Abfall ist keine Zier. Man sieht ja immer wieder, wie Leute vor einem ihren Müll auf den Boden werfen. Ich bekomme da immer das Wesen. Ein Reim noch von mir. Müll, ob groß und klein, nimm mit heim. Lass nichts, was nicht direkt aus der Natur stammt, in deine Umwelt legen. Trau dich, geh die paar Meter zum Mülleimer. Denn keine Angst, er wird nicht beißen. Auch wenn kein Mülleimer in Sicht ist und du deinen Müll ein wenig länger in der Hand halten musst, dann wird auch das dir nicht schaden. Ich weiß, ein Taschentuch oder eine leere Plastikverpackung sehen sehr gefährlich aus. Aber das sind sie nicht. Also dann bis morgen. Übrigens, nur noch 10 Tage bis Weihnachten.